Leben ist verlassen! Junge, ich wollte sie einhaben, Junge! Darf's ein bisschen Beef sein? Oder gar kein Schamgefühl. Du bist hier für mich! Ja, genau! Ich hab nichts gemacht! Nein! Noch krasser geht's nicht. Das ist so gut. Mehr als demütigend. Willkommen zu dieser exklusiven Ausgabe von Temptation Island VIP. Ich habe mir schon das Schlimmste ausgemalt. Du wurdest schon richtig lange nicht mehr gepackt. Das war schon sehr geil. Leck mich am Arsch, ey. So viele Tattoos, wie unser Diogo hat, hat der Jakob zuletzt in der Knastdusche gesehen. Der, ja, arme Udo, vor lauter Ekel übergibt er sich gleich. Den Drang kenne ich tatsächlich maximal sonntags vom Fernsehgarten. Scheiße! Das ist krank. Dass ich das mal mache. Wollt ihr da jetzt noch irgendwas von mir hören? Oder? Ich glaube, du brauchst dazu gar nichts mehr zu sagen. Ich sag dir ehrlich, das ist doch keine Frau, Digga. Wie kann man sich denn selbst so... Genau. Danke, Bruder. Selbst so in... Ja, selbst verarschen. Diese Momente, wenn eine Emmy die Vernünftigste ist, man wartet vergeblich. Nur mal ganz kurz angemerkt, wir sehen nichts, hören irgendwas und Henrik findet das ganz schlimm. Als wir von Henrik und Anastasia nichts gesehen und nur irgendwas gehört haben, da hat er nichts falsch gemacht. Aber das ist jetzt nicht gerechnet, ne? Mehr als demütigend, also ich weiß gar nicht, ob es noch einen Begriff dafür gibt. Ja. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Kannst du das Positive draus sehen? Ja, natürlich, da kannst du nur Positives draus ziehen. Aber die hat den Jungen blamiert bis zum geht nicht mehr. Für Emmys Bloßstellung werde ich jetzt keinen Rückflug irgendwie antreten und von der Insel verschwinden. Damit würde ich ihr am Ende noch einen Gefallen tun. Fehlen mir leider die Worte auch. Falls ihr euch fragt, warum er Emmy einen Gefallen tun würde, wenn er jetzt abreist. Er müsste zu Hause natürlich den Abwasch machen, da Emmy jetzt weiß, dass er sehr gut bürsten kann. Also wenn unser Udo wirklich glaubt, dass es keinen Begriff für mehr als Demütigen gibt, dann hat er noch nie DSDS gesehen. Er bricht nicht ab, mit anderen Worten. Hashtag Sendezeit whatever. Henrik. Ich bin sehr viel in Gedanken mit mir selbst. Ich merke einfach, dass ich Paulina brauche. Sie hat mich zum besseren Menschen gemacht. Es kommt mir vor, als wäre ich seit einem halben Jahr hier. Ich habe mir in der Villa nichts zu Schulden kommen lassen. Außer die eine Situation, die ein bisschen blöd aussah. Du kannst auch definitiv gespannt sein. Dominik ist auf jeden Fall eine 10. Ja, Pauline so im Arm zu halten. Klar, mit dem Kopf auf dem Schoß. Ja. Wer hätte gedacht, dass die Szenen aus jeder beliebigen Dorfdisco mal zu einem TV-Format bei RTL werden würden? Es gab wirklich nur diese eine Situation? Nee, die andere? Nee, die meine ich jetzt auch nicht. Nur diese eine Szene und das hat ihn sehr erleichtert. Also angeblich nur sein Gewissen natürlich. Wenn sie hundertprozentig glücklich wäre, würde sie niemals so die Nähe von dir zulassen. Ach, klar. Was? Digga, was macht die da, Mann? Ganz großes Kino. Will die mich verarschen oder was? Was? Digga, sie hat die verfickten Regeln gebrochen, Mann. Ich hab die Regeln nicht einmal gebrochen. Hab ich die Regeln einmal gebrochen, Mann? Nee, hast du nicht. Ich hab nur mit Frauen getanzt, weil ich mich abends ablenke, weil ich sie so vermisse. Und sie macht sowas oder was? Das sind nicht die Frauen meiner Kinder, Digga, ganz ehrlich nicht. Henriks Gedanken haben einfach weniger Inhalt als ein durchschnittlicher Flirt beim Bachelor. Übrigens, was ist eigentlich hier gerade mit Udo in der Szene? Ist ihm schlecht oder seht ihr gerade, wie Henriks Würde davon kriecht? Leute, wir machen gleich weiter, aber schon mal der Hinweis, das Dschungelcamp könnte richtig gut werden. Deswegen jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen. Es könnte knallen und dann verpasst ihr nichts. Wir haben noch weitere Bilder für dich. Ja, genau. Immer mehr davon. Was? 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 Hey. Ist das eine ehrenlose Frau? Also, bevor unser Henrik gleich nochmal was brüllt, Paulina hat den Dominik geküsst. Oder wie Henrik sagen würde, sie ist nur mit ihm in den Pool gegangen, weil sie den Henrik so sehr vermisst. Ich bin schwer beeindruckt. Dieser leidende Blick von Henrik, das ist wie einem Klausi, wenn er mal wieder auf seine Frage, wie heißt denn die Mutter von Niki Lauda, keine Antwort bekommt. Das glaube ich nicht, Digga. Das glaube ich nicht, Mann! Junge, ich wollte sie einhaben, Junge! Ich
Gott, beruhig dich. Du musst dich beruhigen. Leute, die schreien, zwischen Fackeln rumlaufen, das kennen wir sonst nur von sehr unangenehmen Demos. Auf jeden Fall sollte Henrik nochmal an seinem Heiratsantrag arbeiten. Das war jetzt nicht so romantisch. Paulina hat Scheiße gebaut. Jetzt schauen wir einfach mal mit ein bisschen Abstand, ob sie auch ein Einsehen hat. Ich hätte dem echt viel zugetraut, ne? Aber das nicht. Ich schwöre, Diogo, der hat gar kein Schamgefühl. Null. 0,0. Der guckt noch mitten in die Kamera rein. Und dann sieht er, dann nimmt er die so, komm mal mit uns. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Also bitte. Ich schwöre, ich komme mir gerade vor, als ob ich die letzten 8 Monate so voll in so einer Lüge gewohnt hätte. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Okay? Ich hab dich entlarvt. Du lügst. Bei Gott, du hast es so verdient, dass du das gleich siehst. Ich weiß ja, was er zu sehen bekommen hat. Muss sich Paulina nach der Sendung erstmal die ganzen Sorgenfalten wegspritzen lassen. Böse Zungen behaupten, dass an ihrem Gesicht inzwischen mehr Hände dran waren, als an Jasmin Herrens Arsch in einer Happy Hour im Pascha. Jasmin ist übrigens auch im Dschungelcamp. Ich verlinke euch hier den Kandidatencheck. Klickt unbedingt für alle Abgründe und alle Infos rein. Es lohnt sich sehr. Aber bist du nicht im Modus abzubrechen? Hä, wieso? Wieso soll sie sich denn abbrechen? Das sind schon kranke Bilder. Soll er sich schön weiter blamieren? Hat der Typ keinen Moment, wo er kurz am Denken ist? So? Nein, der hat das nicht. Der hat doch kein Schamgefühl so. Null. Ach, das kann gar nicht sein. Für mich ist Temptation Island hiermit vorbei. Ich breche ab. Nein! Alter, was ein Hund, ohne Scheiß. Wenn du eigentlich dein Image aufpolieren möchtest, aber am Ende doch alles in die Hose geht und die Beziehung ja offensichtlich auch. Die Unsicherheit ist offenbar ziemlich groß, klar. Niemand konnte diese Geheimbotschaft auf dem Monitor entschlüsseln. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch. Abbruch, sofort die Villa verlassen. In Wahrheit darf Paulina aber ja noch ihre Koffer packen. Und bis sie in dem Chaos alle Sachen zusammengefunden hat, ist Temptation Island ohnehin vorbei. Mega, Henrik, du bist ein krasser Typ, Alter, ohne Scheiß, du bist so ein Mann. Ohne Scheiß. Was bricht der denn ab? Wegen was? Was bricht der ab? Er lässt sich einen. Willst du mich verarschen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich irgendwie wie ein drittes Rad am Wagen bei dir. Wenn du mich schon meinst, dass du mich betrügen musst, dann zieh's doch durch. So richtig mit. Ne? Mit Schmackes. Ich schwöre, Henrik, du bist der größte Lappen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Vorhin dachte ich noch, komm, noch krasser geht's nicht, ne? Aber das, dass man so schwach ist und dann abbricht, das ist wirklich nochmal das nächste Level. Immerhin bekommt Henrik Applaus von Paulina. Das dürfte allerdings das letzte Mal sein, dass sie ihren Körper für ihn rhythmisch bewegt. Also mit Blasen, da bin ich mir ziemlich unsicher. Wie soll das bitte gehen? Die laufen hier in der Villa doch keine 200 Meter am Tag. Dieses Lutschen verkauft sich völlig unter Wert. Anastasia hat doch nicht irgendwie einfach nur so einen Drops gelutscht. Hab ja gelutscht wie ein Weltmeister und war als erstes auch fertig. Ihr Trash-Fans, wenn uns jemand fragt, wie das Wochenende so war. Spuck auf diesen Typen, oh mein ich sag Gott. Dir ganz ehrlich. Ich kotze im Strahl, ganz ehrlich, ich muss mich echt beherrschen. Der wird dir die Schuld geben, ich sag's dir. Ich schwöre es dir auf alles, Paulina. Ich schwöre es dir, er wird dir die Schuld geben. Der wird noch sonst was erzählen, was ich gemacht habe. Paulina war jetzt auch nicht ganz ohne, aber er hat einen Kuss gegeben. Bei mir war es ein Kuss. Bei ihm war es alles. Alles. Und er hat sich noch einen lassen. Was denkt er denn, was er jetzt noch zu retten ist? Der Drop ist eh gelutscht. So wie auch Henriks bestes Stück. Und deswegen, da gibt es für mich nichts mehr zu diskutieren. Entschuldigung, Paulina, aber für billige Wortspiele sind immer noch wir hier alle verantwortlich. Alle haben gesehen, dass Paulina fremdgeknutscht hat und sie verstehen einfach nicht, warum Henrik abbrechen möchte. Warum will er jetzt diese 4 Tage nicht noch abwarten? Für die Herren eine kleine Hilfe. 4 Tage. Ey, ich muss 2 Tage die gleiche Unterhose an. Umgerechnet werden das 2 Unterhosen von Xenia. Dann gehe ich auch. Ich lasse dich safe nicht alleine. Soll er versuchen, sie anzufassen? Was? Ich werde hier hoch erhobenen Hauptes rausgehen und ja, wer hier so klein mit Hut sein wird, wenn er mir gegenüber sitzt. Ich mal schauen, ob er sich dann auch noch so verhält. Dominik würde auch gehen, weil er ja dann einfach nichts mehr zu tun hat. Das ist eine Einstellung, die in Reality-TV-Formaten sehr selten ist. Normalerweise geht man da ja nur hin, wenn man überhaupt nichts zu tun hat. Paulina hat halt einfach einen Traum. Einmal jemanden finden, der einen so verliebt anschaut wie Henrik eine Flasche Bourbon. Jetzt habe ich eine Frage, aber wie viele Menschen können diese Sendung wirklich mit Würde und hoch erhobenen Hauptes verlassen? Null. Mhm. Null. Mhm. Null! Oh, Digga, das war echt krank. Ich bin unfassbar schockiert. Ich hätte sowas niemals gedacht. Dass man wirklich so einen Fick auf Gefühle von anderen Menschen geben kann, es ist so ekelhaft. Dankeschön, gleichfalls. Die hat den Jungen gebrochen. Was man hier komplett vergisst, ist Udo.
Den seine Freundin hat er noch was viel Schlimmeres gemacht wie Henrik seine Freundin. Also das waren Bilder, die ich nicht sehen wollte. Mir war nicht bewusst, dass ich irgendwie eine Beziehung mit einem Freudenmädchen geführt habe. Zumindest kam mir das heute so vor. Ich habe es auch, glaube ich, noch nicht ganz realisiert. Deswegen wirke ich vielleicht auch noch einigermaßen normal. Wünsche ich so niemandem. Mein Navi hat mehr Emotionen als Udo. Hör doch auf zu heulen, wir sind hier immerhin nicht bei Germany's Next Hobel. Wenn Jakob redet, ist das irgendwas zwischen Socken im Mund und ich mit 3 Promille. Henrik kommt nicht mehr hierhin. Ich weiß nicht so ganz, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Weil Henrik halt so ausgerastet ist, wurde halt seine Sache so ein bisschen runtergespielt, obwohl es eigentlich bei ihm noch geisteskranker war als bei Henrik. Sag doch einfach, wie es war. Seine Freundin hat ja, so jemand gelutscht. So ganz einfach. Die extrem sprachlos mit der ganzen Situation. So was hast du nicht verdient. Ich bin kein Typ, der sich hier hinsetzt und heult. Und vor allem möchte ich nicht vor anderen heulen. Mein Gott, wo bin ich hier? Ja. Die Verführerinnen sind sprachlos. Warum sind sie selbst nicht auf diese Idee gekommen? Ach so, ja gut. Aber Anastasia hat doch nur irgendeinen Drops gelutscht, dachte ich. Die Verführerinnen sind richtig sauer. Klar, jetzt, wo Henrik nicht mehr da ist, müssen sie auch mal den Kühlschrank abtauen. Du hast deinen Mann gefährdet. Das ist nicht gut, aber kein Problem. Das ist euch nicht. Dann holen wir unser Dreamdate aber nach, ne? Alles passiert aus einem Grund. Es ist mir so egal, ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Mann keine Rechenschaft schuldig. Und selbst wenn ich sonst was hier gemacht hätte. In ein paar Tagen sehen wir uns ja wieder und dann kann uns echt, dann kann Team Paulik nichts mehr aufhalten. Team Paulik klingt so ein bisschen wie das Ermittlerteam im österreichischen Tatort. Wobei, nein, Paulina hat ja ganz offensichtlich Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten zu erkennen. Ey, Paulinas Aura ist halt einfach so negativ, ihr Schweiß riecht schon nach Vera in Feen. So, und jetzt treffen endlich Paulina und Henrik aufeinander. Der frühere Henrik, der hätte direkt Schluss gemacht, aber das ist die Liebe meines Lebens. Ich werde um sie kämpfen. Jetzt ist gleich einfach mal da drüben hin. Ich bin dir so dankbar, dass du mich in diese Sendung geschleppt hast. Du besitzt die Frechheit, abzubrechen. So ein schwacher Move, ganz ehrlich. Lachhaft. Und ich wurde um mein Dreamdate gebracht. Lässt du dir einen Schnappen? Nein! Ganz ehrlich, nein! Nein. Pass mal auf, jeder weiß, dass du ein schwacher Mensch bist. Ja. Und dass du mich behandelst wie Scheiße. Paulina, kannst du bitte normal mit mir reden? Ich kann nicht normal mit dir reden, Mann. Henrik, du hast alles kaputt nein. gemacht. Du hast unsere ganze Beziehung nein, das stimmt hast du drauf gespuckt. Tja, das ist wohl das alte Temptation Island-Gesetz. Nichts hält länger als eine Stange Marlboro bei Julia Siegel. Tut weh. Wen erinnert es auch so ein bisschen an Lisha und Lou, wie sie hier mit ihm spricht? Allerdings, wenn Paulina Silly sagen würde, würde sich Henrik wahrscheinlich umdrehen, weil er denkt, es ist eine neue Verführerin am Start. Wenn du nach der Sendung die Show siehst, wirst du die Wahrheit sehen. Henrik, ich habe gesehen, du hast wieder geglaubt. Du hast wieder es geglaubt, Paulina. Du hast ich habe das. Boah, ich würde dir gerade am liebsten einen ziehen. Ich habe das geglaubt. Du bist hier fremd. Ja, genau! Ich hab nichts gemacht! Nein, du hast gar nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Henrik, du bist wirklich so der schlimmste Lügner, den ich in meinem ganzen Leben. Paulina, ich schwöre bei meiner Mutter, ich hab nichts gemacht. Wenn du in den Busch gehst, dann mach's doch vor der Kamera. So wie du dir hast auf deinem. Hast du dir das mal angeguckt? Schämst du dich nicht? Sie hat doch selbst beim letzten Mal gesagt, dass seine Karriere vorbei sei. Und jetzt hat er einfach für seine neue Aufgabe als Reitlehrer geübt. Eine abgeschlossene Ausbildung so wichtig. Ja! Pauline hat ja auch gesagt, man kann sich in keinen Menschen verlieben, der sich genauso verhält wie das eigene Kind. Schade. Schämst du dich nicht? Und du wunderst dich wirklich noch? Treibst mich doch in die Arme von einem anderen. Hättest du dich einfach wie ein erwachsener Mann benommen, dann hätte ich nicht mal annähernd mit Dominik überhaupt geredet. Du hast mit einem Fremden geknutscht. Ich würde es niemals machen, Mann. Ich liebe dich über alles. Das hat mir das Herz rausgerissen, Paulina. Ja, die eigene Medizin schmeckt bitter, ne? Ich hab das aber nicht gemacht. Hab hast ich auch Schlimmeres nicht. Gemacht. Was denn? Okay, was hast du denn da gemacht? Nichts. Schatz, wirklich nicht. Ich bin ab und zu rausgegangen, mich abzulenken, weil ich es nicht ertragen habe, dass du nicht da bist. Wow, Respekt. Das ist wirklich diese unfassbar dämliche Ausrede. Ich habe mich nur an anderen Frauen gerieben, weil ich dich so vermisst habe, dass er die tatsächlich bringt. Das ist schon wirklich verdammt mutig. Oder ist mutig das falsche Adjektiv? Paulina verdreht die Worte einfach so sehr. In Fachkreisen nennt man sie schon die Ken Jebsen von Temptation Island VIP. Hab ein bisschen getrunken und hab ein bisschen schon ein paar Bilder geliefert. Das ist die reine Wahrheit, das schwöre ich bei Gott. Du kannst jede einzelne Frau oder Frau. Ich habe ein paar Bilder geliefert. Da war nichts. Bist du komplett? Da war nichts, Schatz. Ich schwöre auf meine Mutters Leben. Ich habe nichts gemacht. Diese Bilder waren krasses Scheiße, okay? Sie war aber. Pass mal auf, jetzt hörst du mir mal genau zu. Du hast alle möglichen Frauen trocken. Das stimmt nicht. Ach so, okay. Du bist diejenige, die fremdgegangen ist. Das war kein Fremdgehen. Wir haben gesagt, dass wir tanzen. Nein, Henrik, ich hab nicht gesagt, dass du mein darf. Nicht rein.
Boah, du bist so gestört, wirklich. Fresh-Neulinge, wenn ich Ihnen von meiner Liebe zu Promis unter Palmen erzähle, nichts erfreut ein Mutterherz mehr, als wenn ein Sohn bei seiner Mutter vor Kameras schwört, nicht von einer Wildfremden einen Job bekommen zu haben. Knickknack. Vor laufenden Kameras als Promis. Leute, das muss inszeniert sein. Welcher Star würde sowas machen? Wobei, unser Alphabet reicht nicht aus, um diese Promis hier zu kategorisieren. Das sind keine Z-Promis. Da brauchen wir nochmal locker 20 Buchstaben. Was? Aber Baby, das hat nichts zu bedeuten. Du lässt jemanden bei dir im Bett schlafen, ja, Henrik, weil du dich manipulieren hast, weil du den Bildern einfach glaubst. Einfach das Letzte bist, Henrik. Du wirst dich nach der Show wundern. Du wirst dich nach der Show wundern. Du bist der Witz von ganz Deutschland. Du bist der Witz. Du bist mir fremdgegangen. Henrik, ohne Scheiß, ich würde dich am liebsten rausschmeißen. Ich wollte dir die Ketten zurückgeben und mit dir Schluss machen. Weil ja, ich auch dann mach doch Schluss. Winzige Aussicht. Ich weiß gar nicht, wie du mir getan hast, Henrik. Ich hab mich kaputt gemacht. Das stimmt. Du hast mit meinem schlimmsten Trauma mit dem Alkohol gespielt. Du hast einfach auf alles geschissen. Alles. Zustände wie im Megapark auf Mallorca. Aber ja, warum hat denn Henrik hier auf alles geschissen? Ich muss AA. Also entweder ist das hier wirklich die schlechteste Folge GZSZ aller Zeiten oder ich habe irgendwie den Anschluss verloren. Kann es sein, dass deren Egos einfach noch ausgeprägter sind als Henriks Bestellliste bei seinem Koks-Dealer? Dass ich jeden Tag Schatz, ich eine Stunde in meinem Zimmer geweint habe. Ich auch, Schatz. Yeah. Henrik, wir haben beide reingeschissen. Ich liebe dich über alles. Ich hab mich noch nie so grauenhaft gefühlt. Wir alle nach der vergangenen Sommerhausstaffel. Das sind diese Momente, in denen selbst Rosamunde Pilcher sprachlos ist. Sie haben also beide angeblich jeden Tag mehrere Stunden geweint. Mein Fehler. Ich dachte, Paulina hat sich im Pool hier an Dominik gerieben. Aber nein, es war einfach ein Meer aus Tränen. Während also doch beide gemeinsam ausziehen, gibt's in den Villen noch mal ordentliche Partys. Auf jeden Fall heute Abend ist Bunny-Party. So, ich fühle mich ein bisschen wie Hugh Hefner in seinen besten Zeiten. I wanna see your body. Hey, Leute, ich verliere gleich meine Hemmschwelle, wirklich. Überraschung in dieser Folge, Udo hat eine Hemmschwelle. Sowas hört man beim RTL natürlich nicht gerne. Und hoffentlich bekommt er jetzt niemand Ärger, dass sie oder er so jemanden für Temptation Island VIP engagiert hat. Eine Bunny-Party nicht verwechseln. Bei einer Uni-Party trifft man Frauen, die was im Kopf haben. Bei einer Bunny-Party trifft man Frauen, die was am Kopf haben. Bitte lass es Sperma sein. Das wahrscheinlich auch. Dann schauen wir mal zu der sehr schlimmen Party der Frauen. Wenn man halt so im Abend ist, wo man halt verschiedene Spielchen macht, verschiedene Späßchen macht, dann endet man halt ab und zu mal nackig. Ganz, ganz kurz. Ich liebe meinen Körper. Dann musste ich Emmys Brüste zensieren. Ich muss jetzt einmal gebürstet werden. Geht der Flip schon weg? Das ist jetzt gerade komplett eskaliert. Witzig, das gleiche denkt sich Udos Management, wenn sie über seine Karriere nachdenken. Wer kennt es nicht? Man ist bei einem gemütlichen Spieleabend mit den Nachbarn und plötzlich ist man nackt. Und am nächsten Morgen fragst du dich, wie um Himmels Willen das Hütchen von Mensch ärger dich nicht an diese Position kommen konnte. Ich glaube, ich brauche Alkohol. Ich auch. Das ist also offensichtlich diese abgesprochene PR-Nummer. Das ist so billig. Schnäppchenjäger campen schon jeden Donnerstag vor deren Tür. Also. Das klingt übelst hart, aber ich bin mit der Erwartung reingekommen, dass wir danach getrennte Wege gehen. Ich wusste einfach nicht, wo ich mich sehe oder was ich will, beziehungstechnisch. Und das hat mir dieses Format die Erlösung gebracht. 2 Wochen Psycho-Horror des Todes, also könntest du jetzt mir alles Geld der Welt hier hinknallen. Ich würde es garantiert nicht nochmal machen, glaube ich. Pain is temporary, steht auf seiner Brust tätowiert. Passt irgendwie ganz gut dazu, dass jetzt Giulianos Wiedersehen kommt. 2 Wochen Psychoterror. Wahrscheinlich meint er nicht die Schmerzen, weil er von seiner Freundin getrennt war. Nein, sondern die Tatsache, dass man sich in der Villa vor Jakob nicht verstecken konnte. So richtig genervt wäre ich, wenn er mit irgendeiner was hatte. Finale Lagerfeuer und du bist wahrscheinlich ziemlich nervös, oder? Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich bin 3-mal aufgestanden und wollte nach Hause gehen. Aber ich habe hier immer geheult. Was? Hm. Alle sagen doch bei Instagram, Giuliano sei voll der Witzige. Da hat RTL aber offensichtlich viel rausgeschnitten, dass ich davon überhaupt gar nichts mitbekomme. Schade, dass Mama Wolny nicht am Start ist. Für sie wäre das Format ja praktisch wie zu Hause sein, nur eben mit besonders unordentlichen und erziehungsresistenten Kindern. Wir starten jetzt mal mit deinen Bildern, die du hier Kredenz bekommst. Ich kann das nicht mehr sehen. Sie hat zu ihm gesagt, sie wäre so horny. Weil sie und Julia auch schon irgendwie seit 2 Wochen beim Sex nach. Wir hatten ja eine Weile vorher keinen Sex, keinen Bock. Und dann war es ihm zu warm. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Aber Schatz, ich warum? Es
das war so ein Pinguin-Rubbel-Tattoo. Ja, aber warum an Arsch? Weißt du nicht. Ah, hat Giuliano also auch so ein Pinguin-Rubbel-Tattoo bekommen? Wenn Giuliano also kein möchte, wenn es ihm zu warm ist, dann bin ich ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass wir hier am Lagerfeuer sind. Immerhin hat er sich ja sehr auf Sandra gefreut. Er brüllt Sandra an und sieht die Fehler nur bei ihr. Also für uns Hausfrauen übersetzt heißt das dann, er faltet offensichtlich gerne zusammen, bügelt aber halt einfach nicht so gern. Aber du hast ja auch die ersten Tage von jeder Brust geleckt, die sich dir hingehalten. Hä? Von Brüsten habe ich geleckt? Ja, du hast von Brüsten geleckt. So wie eben auf der Brust, genau. Wie eben auf der Brust. Mann, ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe auch einer von den so die Sahne abgeleckt, Alter. Ich habe mit meiner Freundin ausgemacht, dass ich meinen Bachelor verabschiede. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich Sandra gar nicht so sehr vermisst hat, sondern viel mehr Schlagsahne. Vielleicht war er also gar nicht traurig, sondern einfach unterzuckert. Offensichtlich probiert RTL halt einfach den Übergang von Temptation Island zu Wie werde ich ihn los in 10 Tagen so nahtlos wie nur möglich zu gestalten. Aber er hat Sandra ja nicht nur körperlich vorgeführt. Das heißt, ich bin momentan nicht zeugungsfähig. Ich glaube, ich habe es nicht mal Sandra gesagt. Ich darf mir ja nur eben die Pille reinziehen. Das war's. Da denke ich vielleicht auch falsch, aber ich habe das einfach für mich gebraucht, weil ich noch mal irgendeine finden sollte, die ich wirklich liebe so, und die kommt irgendwann zu mir und sagt, sie ist schwanger, dann weiß ich für mich so, dass sie Scheiße gebaut hat. So hat es auch klingt. Das meinst du ja nicht. Bei mir ging es so scheiße jeden Tag. Ich hatte kein bisschen Spaß. Hatte mir nichts vorzuwerfen. Er hatte keinen Spaß und hat sich allein gefühlt. Am meisten merkt er das Alleinesein natürlich anhand der schmerzenden Schwielen an seiner rechten Hand. Auf jeden Fall erkennen wir hier, was für eine innige Beziehung die beiden doch hier vor dieser Sendung hatten. Ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, dass sie sich überhaupt wieder erkannt haben. Ist es denn wirklich so, dass Giuliano dein Selbstbewusstsein eher geschmälert hat? Ja, er ist echt geschmälert, musst du sagen. Da wollte ich mich wirklich nochmal bei dir entschuldigen. Das bedeutet, dass ich das in Zukunft auf jeden Fall auch bessern werde. Lieb dich wirklich. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Eine der ganz großen Romantik-Stories unserer Zeit. Wenn die Kinder dann irgendwann mal fragen, wann der Papa zu der Mama das erste Mal "Ich liebe dich" gesagt hat. Wer möchte da nicht sagen, am Lagerfeuer in einer Trash-TV-Sendung, kurz nachdem sie erfahren hat, dass ich zeugungsunfähig bin. Leute, es gibt noch so viel Trash, unter anderem startet das Dschungelcamp. Abo mit Glocke jetzt schon mal da lassen, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und wenn euch mein Video gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Zwei Tipps habe ich für euch. Den großen Dschungelcamp-Kandidaten-Check mit Harald Glückler, halb Mensch, halb Hyaluron. Oder natürlich Emmys Fremdgehen in XXL. Was glaubt ihr, wie inszeniert ist das hier alles? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Viel Spaß mit allem und bis gleich hier im Kandidaten-Check.